Eichhörnchen bissen. Oh, da kommt so ein komischer Bot. Hoffentlich ballert er uns nicht gleich wieder ab. Da habe ich jetzt nicht so Bock drauf. So, das können wir gleich mal nutzen. Ach, da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Ich dachte, da wären wir schon dran gewesen. Wenn nicht, ne, dann gucken wir noch mal rein. Da hinten sollen wir vielleicht auch mal rein. Ich weiß gar nicht, da waren wir, glaube ich, beim letzten Mal in der Nacht. Ne? Deswegen habe ich das jetzt nicht so erspäht, das Ganze. Ich glaube, da waren noch diese komischen Schaben. So, Bierflasche. Dann hat er hier noch eine Geschichte gehabt. Die nehmen wir einfach nur mit, weil das hatten wir ja gestern schon. Hatte ich ja schon gestern vorgelesen oder vorgestern. Und nichts weiter. Da waren wir auch schon drauf. Gehen wir da nochmal rein. Wir müssen hier echt aufpassen wegen der Schaben. Die waren hier, glaube ich. Kakerlaken, da hört man uns ja schon. Ah, da hinten sind sie. Da. Nee, das waren ja diese Zecken. Das waren gar keine Schaben. Ich rede ja Blödsinn. Schön wäre es natürlich, wenn wir hier vielleicht irgendwie... Wir hätten ja auch gestern irgendwie eine Machete oder irgend sowas gefunden. Oder sowas in der Art. Ja, toll. Jetzt geht es mir hier schon... Nein! Diese scheiß mutierten Zecken. Hauptsache, sie greifen alle an und wir haben keine Waffen hier, weißt du? Können wir hier nicht nochmal irgendwo... Nuscht. Vielleicht müssen wir einfach mal hochlaufen. Aber da kamen sie ja auch hoch. Das ist ja das Gemeine. Ich laufe da einfach mal hoch. Vielleicht haben wir ja Glück. Hier waren, glaube ich, da auch Waffen irgendwie. Hatten wir nicht hier oben eine Waffe gefunden? Irgendwie so eine... Ich meine, hier oben hatten wir mal eine Waffe gefunden. Ah, Mann, diese Drecksviecher. Mit einem komischen schwarzen Zeug, was sie uns berotzen hier. Ja, Waffen. Haben wir Waffen? Waffen, Waffen. 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 Impro-Pistole. Genau die wollte ich haben. So. Gehen wir erstmal hier lang. Wie viel Schuss haben wir? 12? Naja. Wir könnten natürlich auch hier runterspringen. Ich glaube, das wäre ein bisschen gesünder. Mehr oder weniger. Wo hier rauf? Alter, da sind aber auch schnelle Viecher, du. Mal ab, du. Kann ich nicht nur hoch. Aua! Was soll das? Gibt's auch nicht. Lassen wir auch nichts liegen, die Baggerluten. Noch irgendwas? Das war wieder klar. Mistviech, doch. Zeckenblut. Ich weiß nicht, ob wir Zeckenblut brauchen, aber wir nehmen es mal mit. Jetzt haben wir grandios noch einen Schuss. Ganz grandios noch einen Schuss von 12. Grandios. Der Loot ist random. Ja. Aber ich hätte mir dann doch gewünscht, dass er so random ist, dass zumindest hier eine Pistole liegt. Und zum Glück war es ja auch so. So, was hatten wir jetzt hier noch in der Nähe?
Da war noch mal so eine komische Farm. Da waren wir ja auch, ne? Da sind wir runter, glaube ich. Hier ist noch mal so ein Leuchtturm. Da könnte man natürlich auch noch mal hin. Ich gehe mal zu dem Leuchtturm hin. Da in die Richtung. Wir können ja uns ruhig ein bisschen umschauen. Wir wissen ja, was passiert. Und wir können so noch mal ein paar Punkte sammeln. Hier war jetzt ja nichts Tolles. Moin. Holzfäller, Protektor, Bill, Holzfäller, Arbeit. Nicht an billige menschliche Arbeit. Ah, da hinten war, glaube ich, der Hund. Da müssen wir doch ein ganzes Stück verlaufen. Aber waren wir da hinten nicht auf der Ecke? Das war aber auch nicht dieses Haus mit den, mit diesen Ghulen, oder? Was ist das? Das habe ich auch noch nicht gesehen hier. Ein Riesenpilz. Feuerhut. Na ja, nehmen wir mal mit, vorsichtshalber. Solange es uns nichts tut, ist alles in Ordnung. Nach da oben. Einmal Richtung Leuchtturm und dann können wir ja so den Weg an der Straße runtergehen und dann gehen wir halt dann Richtung Süden zu diesem Camp. Oh. Oh, 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 oh. Sonst muss ich den. Hui! Oha, oha! So. Da müssen wir mal ein bisschen rabiat werden hier. Verbandschere, was hat er dabei? Oh, viele Sachen, viele Sachen, viele Sachen. Dann war ja noch ein Ghoul, ne? Da muss irgendwo dahin sein. Ich glaube, wir sollten uns erstmal ein bisschen heilen. Oh, das ist ein Steak. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Sitzen möchte ich jetzt nicht unbedingt. Auch nix. Wird sich wahrscheinlich eh wieder nicht lohnen, so wie ich mich kenne. Bin ich wieder völlig umsonst hier hingelaufen. Ja, toll. Was hat er hier? Gar nichts. Außer dem Brief. Den Brief, Hohepriesterin, ich hatte recht. Die Glühwürmchen kommen hierher, um sich zu paaren. Sie werden dabei etwas wild und ich habe mich ziemlich schlimm verletzt, aber ich konnte genug Leuchtschleim für die Lampe einsammeln. Jetzt muss ich nur noch warten. Der große Mottenmann wird kommen. Er muss einfach kommen. Ja, okay. Okay, der große Mottenmann muss kommen. Oh, da können wir gleich mal reinluschern. Da ist nichts. Ach, da können wir gleich ganz nach oben. Aber ich will erstmal hier einmal reinluschern. Geht das? Oh, das geht nicht? Oh, schade. Ich hätte jetzt ja gerne mal reingeluschert. Aber wir können jetzt auch mal ein bisschen gucken. Hm. Das sieht doch schon mal gar nicht verkehrt aus. Oh, was haben wir hier? Holoband besorgen. Besorgen heißt klauen. Luftsensor. Hm. Das wird sicherlich nochmal eine Quest nachher werden. Kann ich mir vorstellen. Ich bin fest.
Naja, ein bisschen was war hier oben. Hat mich jetzt noch nicht wirklich umgehauen, aber naja, wir müssen ja mal geguckt haben. Ne? Aber so dieser Luftsensor, das klingt schon danach, als wenn wir irgendwann so einen Luftsensor da einbauen sollen. Oder so ein Holoband zum Aktivieren. Das klingt ja nach einer späteren Quest. Meistens sind die Quests ja eh so angeordnet, dass man einmal rings um die Map rumläuft, beziehungsweise einmal quer durch, dass man alles mal gesehen hat. So. Ist hier jemand drin? Hier ist doch sicherlich noch ein Ghoul drin, oder? 100 pro. Leguan am Stiel. Da ist das nicht schön. Keller ist natürlich wieder mal verstopft. Da war ja wieder klar, Mensch. Ich hau die. So. Da kommen wir gleich nochmal rein. Oh, guck mal hier, Jagdgewehr. Hm, hat es sich doch nochmal gelohnt. Gucken wir gleich rein. Schreibtisch, was haben wir da? Nischt. Das machen wir erstmal aus. Was geht mir sonst auf den Piss. Überall die Leichen hier noch. Die armen Schweine. So. Leuchtturmwärter. So, Touristeninformationen, Geschichte. Willkommen im Landblick Leuchtturm, dem ungewöhnlichsten Leuchtturm in ganz Appalachia. Dieses im Gebirge westlich von Morgantown gelegene Gebäude bietet vom Galeriedeck aus einen prächtigen Ausblick auf die umliegende Gegend. Die Ursprünge dieses Leuchtturms ohne Zugang zum Meer sind so ungewöhnlich wie das Bauwerk selbst. Das ursprünglich von Studenten der Ingenieurwissenschaften in Morgantown erdachte theoretische Konzept wurde von Studenten einer rivalisierenden Universität gnadenlos verspottet. Daraufhin entschied man, das Projekt in die Tat umzusetzen und es wurde zum Stolz aller daran. Ja. Kann man das hier nicht nochmal? Nee, kommt nichts. Na gut. Touristeninformation Bau. Vor dem Bau fanden mehr als ein Jahr lang Beratungen mit Leuchtturmenthusiasten statt, um Tipps und Hinweise zu halten sowie Fallstricke zu vermeiden. Nach diesen Gesprächen war klar, dass das Gebäude nicht wie eine gewöhnliche Touristenfalle wirken durfte, wie man sie auf Golfplätzen und in Freizeitparks findet. Es wurde festgelegt, dass der Leuchtturm eine wirkliche Hilfe bei der Navigation mit entsprechender Beleuchtung und authentischer Architektur sein sollte. Er musste über ein funktionierendes Leuchtfeuer und ein umlaufendes Galeriedeck verfügen. Mit anderen Worten, wenn er gebaut würde, dann auch... Punkt, Punkt, Punkt. Aber da kann ich hier nicht irgendwie runter scrollen. Das geht hier irgendwie nicht. Das finde ich schade. Warte mal kurz. Ah, das mit A geht das weiter. Alles klar. Irgendwie muss es doch weitergehen. Wenn er gebaut würde, dann auch richtig. 3 Jahre später wurde der fertiggestellte Leuchtturm der Öffentlichkeit präsentiert. Touristen aus nah und fern strömten zu dem eigenartigen Gebäude und schwärmten von dem wunderschönen Ausblick auf die Landschaft. Aber ihnen über die Baumwipfel hin, der ihnen über die Baumwipfel hinweg geboten wurde. Nachfolgende Studenten gestalteten die Umgebung im Laufe der Jahre weiter aus, indem sie einen Leuchtturm Wärterhaus und ein Picknickpavillon bauten. Darüber hinaus wurde eine allgemeine Wiederaufforstung betrieben, um die Schäden vorheriger Holzernten im umliegenden Gebiet zu beheben. Daten. So. Der Landblickleuchtturm ist ein weit oberhalb des Meeresspiegels stehendes Gebäude mit einer Höhe von 31 Metern. Über 76 Stufen erreichen Besucher. Das umlaufende Galeriedeck, auf dem sie die atemberaubende Aussicht genießen können. Im darunterliegenden Raum befinden sich ein drehendes Leuchtfeuer, das einen Strahl mit einer Reichweite von über 35 Kilometern erzeugen kann. Gäste auf dem Galeriedeck erleben in allen Richtungen einen unvergleichlichen Ausblick auf verschiedene Wahrzeichen. Hinter dem Berg im Norden befindet sich Grafton. Ein wichtiges Transportzentrum der Region und Kreuzpunkt verschiedener Bahnlinien. Im Osten liegt die Stadt Morgantown, in der die Voltech-Universität und die Erbauer des Leuchtturms beheimatet sind.
In der Ferne zu erkennen ist Top of the World als Teil des Ski-Resorts Pleasant Valley, die höchste Erhebung in der Region. Beim Blick nach Süden ist die faszinierende New River George Brücke nicht zu übersehen. Zu übersehen. Eine der längsten Brücken in ganz Appalachia. Bei klarem Wetter kann man auch die charakteristischen Umrisse der luxuriösen Mega-Anwesen im Bramviertel ausmachen. Die vom 360 Grad Galeriedeck aus zu sehenden Wahrzeichen sind zu zahlreich, um sie alle aufzuführen. Wenn das Wetter mitspielt, haben Gäste eine spektakuläre Aussicht auf die gesamte Region. So, Safe-Steuerung. Status des Schließmechanismus unverschlossen. Okay, das ist natürlich toll. Guter Safe, der nicht verschlossen ist. Aber mich soll es nicht jucken, denn wir haben schließlich unsere Waffen gekriegt. Oh, hier ist auch noch was drin, oder auch nicht. Oh. Bam, 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 bam. So, jetzt würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal hier vielleicht mal rüber. So hier übers Wasser und dann da rein. Markierung bewegen. So. Können wir so ein bisschen querfeld einmarschieren, wenn wir dann da runterkommen. Aber wie sagt man so schön, runterkommen sie alle. Ja. Ich glaube, das ist jetzt... ich gehe mal da lang. Dann haben wir da so längs... irgendwie so. Hier kommen wir doch sicherlich auch irgendwo runter. Ach, das ist noch Verbrannte. Moin, Verbrannte. So, mit denen legen wir uns erstmal nicht an. Obwohl, naja, gut, wir haben ja Waffen. Es ist ja... eigentlich nicht so dramatisch, aber wir müssen ja auch die Munition so ein bisschen sparen. Wir haben es ja schon gesehen. Oh, das sind diese komischen Ratten. Haben wir eigentlich schon irgendwie eine vernünftige Waffe gefunden? Also mal abgesehen... ach, hier eine Machete. Ja, natürlich. Eine Mochede. Da können wir wenigstens mal diese komischen Biber mal ausschalten. Was? Explodiert oder was? Natürlich wieder nix. Ne? Oh. Alter! Was geht denn mit ihm? Jetzt nicht mehr viel. So, was haben wir hier noch? Alter Schwede. Zuckererbsen, Bier. Was ist das? Rattenfleisch. Na, das lassen wir mal schön liegen. Und Würstchen, Hotdog. Ist sicherlich auch noch gut. Zwar verstrahlt, aber gut. Deswegen hält das wahrscheinlich auch. Ob ich mich hier rumtreiben sollte? Ist egal, ich gucke einfach mal. Dann bekommt ihr wenigstens mal ein bisschen noch was Neues zu sehen. Nicht nur den ganzen Kram, den ich eh schon gezeigt habe. Graphtonsignal aktualisiert, was da gerade im Stand. Kümmere ich mich jetzt trotzdem erstmal noch nicht drum, oder? Das sind ja sicherlich wieder mal Respawner-Notfallsignal gefunden. Wird das angezeigt eigentlich hier? Also sind ich hier oben irgendwo, oder? Was ist das? Ah, schalte den Graphton-Sender ein. Ja gut, das machen wir jetzt erstmal so nicht weiter. West Virginia. Also wir werden erstmal hier den Weg erstmal runtergehen. Diesen Weg erstmal runtergehen in Richtung Süden. Dass wir erstmal da auf der Ecke sind und dann können wir immer noch weitermachen. Wie gesagt, es geht ja auch erstmal darum, erstmal auf die Ecke zu kommen, damit wir nachher mit Perlaine erstmal aufschließen können, damit wir dann zusammen weiterzocken können. Das war ja eigentlich so erstmal der Plan. So. Ich würde sagen, die Straße gehen wir lang, diesen Highway hier. Naja, Highway ja nicht, diese komische Straße hier.
Naja, Frank, das Problem ist ja, dass ich hier ja nicht mit Tastatur spiele, sondern momentan eben noch mit Gamepad. Ob ich das nochmal ändere, das weiß ich natürlich nicht. Das müssen wir mal gucken. Da flackert was Schönes da oben. Ach, das ist ja dieser Abwurf. Hast du Angst vor Todeskreis? Ich bin mir nicht sicher. Möchtest du darauf wetten? Vielleicht. Kennst du schon den mit dem Protektron beim Red Rocket? Aber sicher. Was? Bist du Single? Definitiv. Sagst du mir, wie alt du bist? Ich bin mir nicht sicher. Kennst du den Sinn des Lebens? Das bin ich aber gespannt. Ich habe diese Frage satt. Na? Bist du ein Mr. Handy? Ich bin mir nicht sicher. Was weiß er eigentlich? Wurdest du geboren oder gemacht? Das könnte ich auch dich fragen. Weißt du, wie wir hierher kamen? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Bist du eine Miss Nanny? Warum fragst du? Möchtest du noch über etwas anderes reden? Kommt drauf an. Bist du auch so verwirrt wie ich? Ich bin auch gerade verwirrt. Das klingt nach gar nichts. Möchtest du ein Spiel spielen? Nein. Kommt so. Drauf an. Was haben wir denn? Daddy-O. Mistgabel, Impro-Pistole, sehr schön. Haben wieder ein paar Sachen eingesammelt. Möchtest du ein Spiel spielen? Nein. Aber sicher. So, aber auf die Straße, dann kommen wir wieder mal ein bisschen auf die Route. Das ist ein Event, davon tauchen noch öfter welche. Was, das ist ein Event hier oben? Das hier? Die beiden? Aber ein Event, das wird doch extra angezeigt. Definitiv. Weißt du, wie wir hierher kamen? Ja. Bist du eine Miss? Dann kommt das vielleicht später mal. Oh, das sind aber Super Mutant. Oh, ich glaube, den sollten wir aus dem Weg gehen. Ich habe so das Gefühl, dass die nicht unbedingt freundlich sind. Ich habe es nur grob im Gefühl, aber ich denke mal, ich behalte da mal recht. Ich werde ihn mal ein bisschen umlaufen. Ich gehe mal wieder auf die andere Seite. Weil Supermutant, das klingt erstmal pauschal sowieso erstmal etwas ungemütlich. Brombeere. Oh, Brombeeren können wir auch sicherlich futtern. So, jetzt mache ich Richtung Süden. Dass wir mal ein Stück vorankommen hier. Haben wir eh nur 36. Ah ne, das ist ja nur unsere Markierung. Alles klar. Das ist ja nur unsere Markierung. Oh, da ist noch ein Supermutant. Scheiße. Ich gehe mal wieder rüber. Jetzt müssen wir gleich mal schnell weglaufen, weil ich weiß nicht, was die drauf haben, die Jungs. Aber da die vom Level pauschal schon mal höher sind als ich, ist mir das pauschal schon mal etwas unangenehm. Oh, warte mal, haben wir vielleicht hier noch was dran? Irgendwas Brauchbares? Ja, die kommen nicht eh nicht hoch. Schade. Ja, können wir später nochmal reinschauen, wenn wir vom Level her ein bisschen höher sind. Zwei Bots unterhalten sich. Eine Anspielung auf Bots im Chat. Okay. Oh, das kann natürlich sein. Ach toll, haben sie mich wieder entdeckt hier, wa? Komm, verpiesel dich. Ich will von dir nichts. Was machen die denn da hin? Ist er da? Wilder Ghoul. Oha, da ist auch voll der Krieg da hinten. Ja, knallt sie alle ab. Oha, die scheinen aber echt stark zu sein. Die haben mal eben so einen kleinen Bot mal weggehauen gerade. Na gut, kommen wir später vorbei. Muss er dann von seinen Kollegen gerettet werden. Ja, gut. Wenn man das natürlich nicht weiß.
Ich wäre da auch sonst gerade einfach reingelaufen, aber da ich die zum Glück gesehen habe und ich auch gesehen hatte, dass dieser kleine Punkt in der Mitte rot wurde, dachte ich mir, na, muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. Ja. Hier ist natürlich wieder nichts da, ist klar. Oh, was war das? Schraubenzieher! Nichts. Oh, safe. Mit 1000 Sachen drin. Oder auch nicht. Oh, Vorsicht. Haben wir hier Kommode. Wieder. Warte mal, da war doch was anderes. Da war doch hier irgendwo noch was anderes. Ach, da. Tafelmesser. Dann können wir da noch irgendwie. Nee. Da ist ja eh nichts dran. Kann man auch gleich nach unten sprengen. Das war überschaubar. Können natürlich gleich auch mal gucken, ob wir schon mal irgendwas craften können, was wir auch benutzen können. Modifizieren, reparieren, ja, können wir mal schauen. Vielleicht können wir ja schon mal irgendwas herstellen, was wir primär jetzt erstmal brauchen. Impro-Waffen, Impro-Pistole können wir sogar alles machen. Kampfmesser, Beil wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, was Beil, was das gebracht hat. 16, ja, 16 war, glaube ich, nicht so wirklich der Brüller verlassen, ja. Das war nicht so der Brüller, muss ich sagen. 16 ist jetzt echt nicht so prall. Oder wie viel hatte unsere Machete? 16, naja, gut. Hier, Mistgabel, so hört sich das. Splittergranate, Impro-Pistole, die hat 12, guck mal, die hat 12 Schaden, das ist auch nix. Mistgabel, Jagdgewehr hat 40, das Wort will ich sehen. Hier, Mistgabel. Okay. Die Mistgabel können wir mal reparieren, wenn es geht. Das ist von Wert nämlich gar nicht schlecht. So, von den Werten her nicht schlecht. Die müssten wir mal reparieren. So, die Mistgabel möchte ich eigentlich ganz gerne. Gezackte Mistgabel. Hm. Reparieren, modifizieren kann man die. Gezackte können wir natürlich nicht. Schade. Gezackte Mistgabel. Hm. Aber reparieren können wir die mal. Reparieren, so. Haben wir wenigstens mal ein bisschen was repariert. Das ist schon mal nicht schlecht. Machen wir schon mal ein bisschen mehr Aua mit. So, dann immer in die Richtung. Da gehen wir mal nicht längs. Da warten wahrscheinlich wieder nur die Supermutanten. Haarklammern sind übrigens die Träger im Spiel, nicht wegwerfen. Ja, gut, dann will ich hoffen, dass die nicht gerade gescrappt worden sind. Aber da es ja insofern nicht als Schrott dient, sollte das eigentlich passen. Das hier? Das ist auch irgendwas zum Sammeln. Ich sehe das doch. Patronen nehmen. Ja, siehst du. Ist das hier? Das ist auch noch irgendwas? Das ist nur so ein Riss. Jagdgewehr. Ah, guck. Echt bescheid zu sehen. Kronkorkenvorrat. Oh. War das nicht mal diese komische Quest, wo es hieß, so hier bla, irgendwo an der Tür? Ja, an der Tür. An irgendeinem Baum? Sein Vorrat. Rattisch. Ja, gut, Rattischfleisch ist es vielleicht auch nicht so geil. Aber Hirschleder können wir nehmen. Aber wir müssen was trinken. Hatten wir was zu trinken dabei, sag mal? So, da hätten wir Wasser. Einmal Bier können wir natürlich trinken. Daddy-O, Intelligenz, Wahrnehmung, Charisma, 10 Minuten. Für 10 Minuten erhöht den Durst. Das wollen wir eigentlich nicht. Heilmittel wäre ganz schön. Ich glaube, ich trinke gleich mal was. So. So. Wenigstens das haben wir ein bisschen.